Professor Bentele eine ganz herausragende Spur in der wissenschaftlichen PR-Forschung hast du ja fraglos hinterlassen, wenn es um die Beziehung Öffentlichkeitsarbeit-Journalismus geht. Dieses Verhältnis hast du mit einem, ich denke immer an meine Mittelschulzeit zurück, fast exotisch klingenden Namen, so an den Lateinunterricht erinnert man sich, mit Intereffication bezeichnet. Du bist da in eine Schiene, in eine Forschungsschiene eigentlich eingetreten, die in unserem Fach ja schon eine längere Tradition hat. Es ist dieses hier, die Habilitationsschrift unserer verehrten Kollegin Barbara Berns, die Mitte der 80er Jahre publiziert und Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre vielfach geforscht hat, in diesem Verhältnis nachgegangen ist. Und da gibt es ja schon eben seit quasi ewigen Zeiten diese sogenannte Determinationsthese. Also die Determinationsthese heißt, die PR-Leute haben die Macht, bestimmen hauptsächlich, haben großen Einfluss darauf, auf das Timing, auf die Themensetzung und auf das Timing der Medieninhalte. Du hast jetzt eigentlich sozusagen ein Gegenmodell, könnte man sagen, oder ist es ein ergänzendes Modell, entwickelt, das du Intereffikationsmodell genannt hast. Erste Frage, was verstehst du eigentlich genau unter diesem Intereffikationsmodell? Also zunächst vielleicht mal zum Begriff der Intereffikation. Das ist bewusst ein Kunstbegriff, den wir damals gewählt haben. Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, als wir in der Straßenbahn gefahren sind und uns überlegt haben, wie könnte man dieses Verhältnis zwischen PR-Leuten, PR-Akteuren und journalistischen Akteuren, aber auch zwischen den Organisationen und vielleicht auch zwischen den Systemen irgendwo in einen Begriff bringen. Wir kannten und kennen alle berühmte Begriffe in der Kommunikationswissenschaft, die Schweigespirale beispielsweise, das Agenda-Setting und so weiter. Und mir ging es darum, einen Begriff zu wählen, zu finden, der das irgendwo im Kern ausdrückt. Und dann haben wir zunächst mal, ohne diesen Begriff zu kennen, dieses sich gegenseitig ermöglichen gefunden, ja, in der Straßenbahn. Ich habe dann in einem Lateinlexikon nachgeguckt und habe ermöglichen, efficare gefunden. Und inter war dann relativ klar, sich gegenseitig ermöglichen. Und so ist der Begriff geboren worden. 96 muss das gewesen sein. Das Modell ist eigentlich aus einem empirischen Projekt entstanden und war, wenn man so will, ein ursprünglich gar nicht intendiertes Produkt dieses empirischen Projektes. Wir sind auch mit unserer Vorstellung von Machteinfluss, thematischem und zeitlichem Machteinfluss der PR an dieses empirische Projekt herangegangen. Wir haben damals die lokale Information in Leipzig und in Halle, und zwar von den jeweiligen Vertretern, also von der Stadtverwaltung Leipzig, also Oberbürgermeister, Pressestelle Oberbürgermeister und das Analoge in Halle untersucht. Und uns war dann sehr schnell oder uns beschlich sehr schnell das Gefühl, dass dieses Determinationsmodell etwas zu einfach ist. Und wir haben dann in diesem Projekt einige Ergebnisse gefunden, die sind nie als Buch publiziert worden, das macht aber auch nichts. Wichtiger war, dass wir dieses Modell innerhalb des Projektes und in Auseinandersetzung mit den Kommunikationsflüssen, die sowohl intern in der Stadtverwaltung stattgefunden haben, zwischen Dezernenten und der Pressestelle, dann eben zwischen der Pressestelle und den Journalisten in Leipzig oder Halle, zwischen den Medien, dann natürlich war in dem Design auch das Publikum und andere Dinge waren doch mit dabei. So haben wir das Modell entwickelt. Ich sehe es nicht als Gegenmodell, sondern als Erweiterung, als Fortsetzung der Determinationsforschung und des Determinationsmodells, wobei halt die Barbara Berns vielleicht, sie hat ja nun den Begriff Determination verwendet, sie hat aber, und da hat sie sich zu Recht dagegen gewehrt, nie gesagt, das wäre eine Determinationshypothese gewesen. Wir sprechen heute von Determinationsthese, meinen damit ein bestimmtes Paradigma, was eben den vergleichsweise starken thematischen und zeitlichen Einfluss von
PR-Akteuren und PR-Organisationen auf Medienakteure und Medienorganisationen bezeichnet. Wir haben im Interifikationsmodell den Begriff der Induktion, was genau dasselbe sozusagen ausdrückt, nur mit einem anderen Begriff, diesen Einfluss. Und wir haben aber dann eben gesagt, man muss das gegenseitig, man muss das von beiden Seiten her sehen. Und wir haben zweitens den Begriff der Adaption, der Anpassung an das jeweilige Handeln des anderen. Auch deshalb wieder gegenseitig Ermöglichung mit eingebaut in dieses Modell. Wir haben das auf drei Ebenen und in drei verschiedenen Dimensionen, die von Luhmann herkommen. Luhmann, Rühl haben die Dimensionen auch verwendet, nicht nur in der interpersonalen, sondern auch in der öffentlichen Kommunikation. Und das Ganze gibt eben das Interifikationsmodell. Also zeitlich, sachlich und sozial. Richtig, sozial-psychisch. Wenn man, du hast es schon ein bisschen am Beispiel erläutert, das Modell ist ja durchaus auch ernst genommen worden und wurde daher auch entsprechend rezipiert und kritisiert. Ja. Wenn ich mich erinnere, dann waren es zwei große Kritikpunkte. Zum einen, das Interifikationsmodell wurde verunglimpft quasi als ein Modell, das im Grunde nur PR für PR macht. Ja. Das heißt, der Punkt war, das ist dieses wechselseitige Ermöglichen, das du jetzt angesprochen hast, wurde eigentlich als Schönfärberei, als Euphemismus disqualifiziert, weil das Argument gelautet hat oder lautet, das ist nicht so, dass Journalisten und PR-Leute ein partnerschaftliches Verhältnis haben. Das ist eine eher, Russ Mohl hat sogar gesprochen, ich habe es mir herauszitiert, von einer grenzaufhebenden Partnerschaftsideologie. Was antwortest du auf diese Kritik? Das Interifikationsmodell ist eigentlich nur PR für PR, weil die können sie wirklich schön gebrauchen, wenn sie sagen, wir sind so wichtig und unsere Partner sind die Journalisten und alles ist eigentlich sehr schön und es funktioniert gut und so soll es auch sein. Also auf der oberflächlichen Ebene beantworte ich diese Kritik bayerisch, nämlich das ist ein Schmarrn. Inhaltlich, wenn ich argumentativ auf eine argumentative Ebene gehe, wir haben erstens nie und ich habe nie von einem partnerschaftlichen, von einer partnerschaftlichen Beziehung gesprochen, sondern eben von einer Interifikationsbeziehung. Wir haben vorher Metaphern für dieses Verhältnis gehabt, die Symbiose. Ich selber habe 1992 mal das Bild der siamesischen Zwillinge, die aneinander gekettet sind, sozusagen gebraucht für PR und Journalismus. Wir wollten, das ist ja fast eine Anlehnung an diese alte Metapher vom Herbert Ganz. Richtig. It takes two to tango. Richtig, der Tango, den haben wir... man kann nur gemeinsam genau tanzen. Ne? Die Tango-Metapher habe ich vor ein paar Jahren in einer Präsentation schön mit Bildern, mit Tango-Bildern auch mal verwendet, um das Verhältnis von PR und Journalismus anhand einer empirischen Studie. Wir haben für den Bundesverband der deutschen Pressesprecher drei Studien gemacht. Als ich das vor 1000 Leuten da mal vorgestellt habe, haben wir die Tango-Metapher verwendet. Die Metaphern sind nett, kann man auch verwenden, habe ich auch gar nichts dagegen. Aber wir haben nach einem Begriff gesucht, der das Verhältnis tatsächlich thematisiert. Also da die Tatsache, dass ich als Journalist abhängig von den Zulieferinformationen bin. Ansonsten könnte ich einpacken. Ich könnte meinen Beruf nicht mehr ausüben, wenn ich die Themeninformationen nicht mehr kriegen würde von der PR. Wobei viele Journalisten, die sozusagen von den Agenturen die Informationen kriegen, interessiert sie gar nicht, wissen sie auch gar nicht, dass natürlich auch die Agenturen zu großen Teilen ihren thematischen Stoff aus den Pressestellen oder Agenturen oder so etwas kriegen. Also, wenn ich abhängig bin als Journalist von diesen Informationen, wenn umgekehrt die PR davon abhängig ist, dann, dass Journalisten meine Informationen, meine Themen und so weiter verbreiten in die Öffentlichkeit, weil ich ja diesen Apparat, diesen Verbreitungsapparat nicht habe und gleichzeitig auch noch manchmal froh bin, wenn die Journalisten auch einen kritischen Zusatz da dazu tun, dann hat das doch mit einem partnerschaftlichen Verhältnis nichts zu tun, sondern das ist einfach die nötige berufliche Enge
Zusammenarbeit, gerade im Bereich der Pressearbeit, die vorhanden ist. Ja. Ich sehe das ähnlich. Ich habe dieses Verhältnis zwischen Journalisten und PR-Leuten häufig verglichen mit dem Verhältnis zwischen Staatsanwälten und Verteidigern oder Richtern. Ja. Im Rechtssystem unserer Gesellschaft haben wir unterschiedliche Rollen. Die Leute studieren alle Recht, studieren Jura und nehmen aber dann unterschiedliche Rollen ein. Diese Rollen sind sehr stark verrechtlicht. Im System der öffentlichen Kommunikation, im publizistischen System, wenn man mit Rühl diese Figur einbringen will, sind diese Rollen zwar auch vorhanden, aber natürlich lang nicht so stark verrechtlicht. Die Regeln sind viel unklarer, sind viel offener, flexibler und so weiter. Und natürlich mag es punktuell da auch mal Partnerschaft zwischen zwei Akteuren geben. Es gibt aber auch Feindschaften. Aber auch wenn es Feindschaften gibt und wenn der Journalismus die grundsätzliche Kritikfunktion im Gegensatz zur PR, der hat nur eine Kritikfunktion nach innen, für die Gesellschaft hat, heißt es doch nicht, dass grundsätzlich ein partnerschaftliches Verhältnis da vorhanden sein muss. Es ist ein professionelles Verhältnis da. Beide Seiten sind aufeinander angewiesen. Ein zweiter Aspekt, unter dem dieses Intereffikationsmodell noch fokussiert worden ist, war der des Parasiten. Also die Metapher, das Bild, das wäre ein parasitäres Verhältnis, denn das PR-System zunächst mal spielt die Rolle des Parasiten, also der Blutsauger gleichsam, der den Journalismus aussaugt. Aber es gibt, wurde dann auch immer gesagt, natürlich eine Grenze, weil letztlich hat der Parasit ja auch Interesse, sein System, das er, an dem er saugt, am Leben zu erhalten, wie du ja schon gesagt hast. Er braucht es ja. Ich habe bei Rusmol auch wieder eine nette Umkehrung spekulativ mal als Gedanke gelesen. Man könnte ja auch sozusagen das Journalismussystem umgekehrt gleichsam in die Rolle des parasitären Partners geben und sagen, der Journalismus ist ja angewiesen, die Medien leben von Werbung. Richtig. Werbung ist nicht PR, aber sie leben natürlich auch von PR-Information, weil sie eben Aufmerksamkeit verschaffen, und das ist eine ganz wichtige Währung, nicht jetzt im rein ökonomischen Sinn, aber das ist eine Währung, schlechthin die Währung unserer Informationsgesellschaft, und das ist so gesehen auch ein Take-and-Give-Verhältnis. Wie siehst du diese parasitäre Beziehung? Also bei der biologischen parasitären Beziehung ist es immer ein Partner, der die größeren Vorteile hat. Mhm. Und deshalb hat mich diese Metapher für dieses Verhältnis, fand ich immer etwas schief. Wenn, dann wäre es Symbiose. Symbiose kommt ja auch aus der Biologie, da profitieren aber beide Partner davon sozusagen. Für mich ist das im Großen und Ganzen natürlich in den Einzelheiten, wenn man jetzt auf die Akteursebene geht oder auch wenn man auf die organisatorische Ebene geht, gibt es auch Abweichungen. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Win-Win, eine Win-Win-Situation. Jede Seite hat was davon, wenn die andere Seite ihr was gibt oder ihr was ermöglicht, ja. Deshalb wieder dieser Begriff Ermöglichung, ja. Das ist natürlich schon ein bisschen die Gefahr, dass wir in Schönfärberei hineinkommen, weil wenn das gegenseitig Ermöglichen immer so nett daherkommt. Nein, nett ist, das hat nichts mit nett zu tun. Nur der Gedanke, mich spricht das irgendwie auch an, ein bisschen diese parasitäre Beziehung, als Möglichkeit, Forschungsschwerpunkte zu setzen. Es kann ja sein, dass in einem Fall wir die These haben, hier ist eindeutig das PR-System der Parasit gewesen. Die konnten ihre Themen dermaßen durchdrücken und der Journalismus hat nur gelächzt danach und hat das schön alles rapportiert. Ich kann mir vorstellen, in der politischen Kommunikation, speziell in Wahlkämpfen, könnte man solche Situationen finden. In anderen Situationen könnte man wieder sagen, hier kann ich besser operieren mit dem Bild des Journalismus als parasitäres System. Hier hat der Journalismus eigentlich die PR schön aussaugen können. Oder hältst du überhaupt nichts von solchen Perspektivierungen? Wir wollten Richtig. Es geht um die Perspektive und eine These, die wir aus der Perspektive dann heraus formulieren können. Also ich halte, für Diplomarbeiten, für Dissertationen. Ich halte letztlich in der Wissenschaft nicht sehr viel von Metaphern. Wenn Metaphern benutzt werden, müssen sie präzise definiert werden. Und wir haben gleich versucht, eben kein Metaphernbild
nicht Symbiose, nicht Yin-Yang, das hat mal Cox in die Diskussion gebracht, und dies und jenes zu nehmen oder den Tango, solche Metaphern zu nehmen, sondern einen Kunstbegriff zu verwenden, um die Beziehung, die natürlich dann näher beschrieben wurde, zu bezeichnen. Ich denke, es ist prinzipiell immer eine empirische Frage. Es gibt sehr viele Fälle, wo die eine Seite Vorteile hat, und es gibt viele andere Fälle, wo die andere Seite Vorteile hat. Ja? Und das ist für mich keine Frage der Theorie, sondern es ist eine Frage, wir haben auch explizit damals schon, als wir das Intereffikationsmodell vorgestellt haben, reingeschrieben, das ist kein Gleichgewichtsmodell. Es sieht sehr gleichförmig aus, es ist aber kein Gleichgewichtsmodell, sondern das ist eine empirische Frage. Man kann zum Beispiel durchaus sich überlegen, ob jetzt zum Beispiel durch Wirtschaftskrise und andere Ursachen das Mediensystem nicht nur in eine ökonomische Schieflage generell geraten ist, und das ist im Printbereich zweifellos der Fall, sondern inwieweit eben dieses Geben und Nehmen sehr deutlich sich zu Ungunsten des Mediensystems durch wirtschaftliche Einflüsse und so weiter entwickelt hat. Ja. Wir haben in dem Intereffikationsmodell, das könnte man ihm vielleicht zum Vorwurf machen, aber ich sehe das eigentlich auch nicht, keine ökonomischen Beziehungen thematisiert. Das ist eine reine Beschreibung der kommunikativen Beziehungen zwischen PR und Journalismus. Man kann aber jederzeit Machtbeziehungen und ökonomische Beziehungen dazu packen. Das sind Einflussfaktoren, die natürlich ganz wichtig ist und die sozusagen dieses Mit- und Gegeneinander, also diese Interfikationsbeziehung, ganz stark beeinflussen. Und wie es aussieht in den letzten 5 oder 10 Jahren in Deutschland, vielleicht auch sicherlich in anderen Ländern, geht das ein bisschen zu Ungunsten des Mediensystems. Und da muss auch, glaube ich, eine Gesellschaft, also das politische System, etwas aufpassen. Wir benötigen kritische Medien. Ja? Wenn die Kraft der Medien, Kritik an Missständen zu äußern, nachlässt oder gar nicht mehr vorhanden ist und alles sozusagen PR-dominiert ist, dann würde ich das als eine reale Gefahr für unsere Gesellschaft sehen. Professor Günther Bentele, ich komme zu einem nächsten großen Block deiner Arbeit. Du hast vor etwa 15 Jahren schon begonnen, eine Theorie des öffentlichen Vertrauens zu entwickeln. Du hast verschiedene Differenzierungen hervorgebracht, die versuchen, das Phänomen Vertrauen sozialwissenschaftlich fassbar zu machen. Für die PR-Forschung ist das sehr wichtig, weil ja Vertrauen in unseren Beziehungen zur Umwelt sowie zu anderen Menschen eine große Rolle spielt und zu Kommunikation und in Kommunikationsprozessen eben stark vorhanden ist. Der Soziologe Niklas Luhmann hat ja eine viel zitierte Aussage hinterlassen, Vertrauen sei eine riskante Vorleistung. Also er meint damit, dass wir im Grunde, wenn wir jemandem vertrauen, eigentlich etwas tun, was wir in der Zukunft erwarten, aber nie sicher sein können, ob es wirklich eintritt. Was bedeutet für dich Vertrauen? Könntest du das einmal kurz sagen? Also ich habe in meiner Definition von Vertrauen, und ich komme gleich noch auf den zweiten Begriff, nämlich den Begriff des öffentlichen Vertrauens, mich sehr stark, aber zunächst mal Vertrauen generell an Luhmann angelehnt. Luhmann bestimmt Vertrauen als sozialen Mechanismus zur Reduktion von Komplexität. Wenn wir im Alltag nicht allen möglichen Dingen, technischen Abläufen, Personen und so weiter, ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen, könnten wir gleich Selbstmord machen. Es würde nichts mehr funktionieren. Wir müssten, er beginnt ja sein Büchlein damit, wir könnten morgens nicht mehr in Ruhe aufstehen, wir müssten Angst haben, dass wir einbrechen, dass der Boden unter uns durchbricht, wir könnten nicht auf ein Fahrrad steigen, weil wir Angst haben müssten, dass es nicht funktioniert und so weiter. Also Vertrauen ist im gesamten Alltag ein ganz wesentlicher Mechanismus zur Reduktion von Komplexität. Wir machen unser Leben, wir vereinfachen unser Leben dadurch, dass wir vertrauen. Wir sollten nicht zu viel vertrauen. Was mich immer interessiert hat, war, dass die öffentliche Herstellung von Vertrauen, und das ist eben ein Prozess, der möglicherweise noch ein bisschen komplexer ist, der aber auf dem Prozess der Herstellung und des Verlustes von
interpersonalen Vertrauen durchaus aufbaut. Ja. Es gibt, und da beziehe ich mich auch auf andere Theorien wie Giddens oder Luhmann und zwei weitere, Coleman. Insgesamt habe ich 4 Vertrauensansätze damals, als ich die die Theorie des öffentlichen Vertrauens entwickelt habe, zugrunde gelegt. Es gibt in der, also öffentliches Vertrauen definiere ich dann als ebenfalls als Prozess der Komplexitätsreduktion von öffentlich wahrnehmbaren Personen, Organisationen und Systemen, größeren sozialen Systemen. Und wichtig ist, dass das Vertrauen in diese auch öffentlich hergestellt wird durch den sehr komplexen Prozess innerhalb der öffentlichen Kommunikation passiert das eben. Ich habe also auf der einen Seite diejenigen, die mehr oder weniger in irgendetwas vertrauen, das sind wir, das sind die Vertrauensobjekte, die Bevölkerung. Die Vertrauenssubjekte natürlich, ja. Wir, die Bevölkerung, vertrauen mehr oder weniger in irgendetwas. Das, wo hineinvertraut wird, wo also Vertrauen reingegeben wird, das sind die Vertrauensobjekte, das sind Personen, Organisationen, auch Institutionen, Bundespräsident und so weiter, und aber auch Systeme, das Finanzsystem, das Gesundheitssystem, genießen mehr oder weniger Vertrauen. Das kann man auch empirisch messen. Wichtig ist gerade auch bei der Herstellung und beim Verlust von öffentlichem Vertrauen, sind die Vertrauensvermittler, und das sind die Medien insbesondere, aber auch die PR, die den Medien die Information zuliefern. Die sind entscheidend dafür verantwortlich, wie diese Vertrauensprozesse sozusagen gesteuert werden. Ja? Ich entwickle doch als Person, kann ich doch gar nicht, heute kein Vertrauen mehr in meine Bundeskanzlerin oder in meinen Bundeskanzler entwickeln, sondern das wird ja alles mediatisiert. Ich treffe ihn vielleicht mal 2 oder 5 Mal in meinem Leben und dann kriege ich eine andere Beziehung noch dazu. Aber das Normale ist für 95% aller Leute, dass sie Vertrauen öffentlich erwerben und eben durch diese Vertrauensmittler generiert, ja. Ich möchte kurz einhaken bei dieser, ich sage jetzt provokant, etwas mechanistischen Definition von Herstellen. Ist das tatsächlich so, dass man Vertrauen deiner Meinung nach herstellen kann? Ich erinnere mich an eine Aussage im Selbstverständnis der DPRG vor 10 oder vielleicht schon sogar 15 Jahren, wo es geheißen hat, Öffentlichkeitsarbeit ist dazu da, öffentliches Vertrauen oder Vertrauen an sich herzustellen. Die Aussage gibt es nicht mehr, ich glaube zu Recht, weil man nicht mehr sich dieser mechanistischen Variante des Stimulus-Response-artigen herstellen können aussetzen will. Ist Vertrauen nur ein Gedanke noch zusätzlich? Das ist natürlich nicht so gemeint. Du hast auch etwas dazu gesagt und geschrieben. Ist Vertrauen nicht etwas, das wachsen muss, und wir, jetzt sage ich als Forscher und auch als PR-Praktiker, wenn wir uns in die Rolle versetzen, eigentlich nur, so ist meine Auffassung, immer Bedingungen schaffen, dass Vertrauen entstehen kann, aber wir können es nicht wirklich herstellen. Eine dieser Bedingungen ist für mich, und ich glaube, dazu hast du ja auch schon reflektiert und geschrieben, Transparenz. Ja. Wie siehst du diese Sache? Also lass mich nochmal schnell etwas zu sagen zu dem technizistischen Missverständnis. Also Niklas Luhmann benutzt ganz klar auch den Begriff Mechanismus, sagt aber natürlich ein sozialer Mechanismus, kein technischer Mechanismus. Und natürlich darf man das nicht technizistisch missverstehen. Es ist eine soziale Generierung, man kann auch Generierung sagen, Herstellung. Herstellen von Vertrauen heißt immer, dass nicht ich als derjenige, der kommuniziert, also die Organisationen, die Akteure, politische Wirtschaftsakteure, allein darüber bestimmen kann und vielleicht sogar weniger darüber bestimmen kann als derjenige, der mir Vertrauen schenkt. Luhmann spricht von einer supererogatorischen Leistung. Ich kann Vertrauen nicht erzwingen, ich kann Vertrauen nicht befehlen, sondern das wird mir von demjenigen, von den Vertrauenssubjekten, mehr oder weniger sozusagen zuerkannt. Okay. Ja? Aber was sagen wir als von der Wissenschaft sozusagen jetzt einem Praktiker, der sagt, ich verstehe das schon, das klingt wunderbar, richtig, aber was soll ich jetzt tun? Ja,
ich glaube, dem Praktiker kann man sagen, es gibt dennoch in diesem Kommunikationsprozess, in diesem öffentlichen Kommunikationsprozess, Vertrauensfaktoren. Okay. Und die Vertrauensfaktoren sind ganz stark dafür verantwortlich, ob sich Vertrauen bilden kann oder ob Vertrauen verloren geht. Ich habe etwa 7 Vertrauensfaktoren damals unterschieden. Die haben wir heute zu einem inhaltsanalytischen Modell, dem sogenannten Corporate Trust Index, auch weiterentwickelt. Es wird jeden Monat von einem Unternehmen, Inhaltsanalyseunternehmen in Berlin, der PMG, mit denen wir kooperieren, da werden 5000 Artikel über alle DAX 30 Unternehmen aus 12 Medien und so weiter untersucht. Und da wird genau dieses Vertrauensfaktorenmodell genommen. Wir haben das in 3 Dimensionen dann auch kondensiert. Und man kann sagen, das klappt ganz gut. Also da gibt es 3 Vertrauensdimensionen. Und in dem Maße, in dem eben bestimmte Faktoren vorhanden sind, und das kann man als Praktiker durchaus so oder so machen, ja, entsteht eben mehr oder weniger Vertrauen. Oder es entsteht Misstrauen, wenn ich zum Beispiel große Widersprüche in meiner Kommunikation habe. Oder Widersprüche, das sind die sogenannten Diskrepanzen, die ich ja, ja also in der kommunikative Konsistenz hast du es, glaube ich, genau. Also Konsistenz ist ein Vertrauens. Genau. Ist ein wichtiger Faktor. Müssen zueinander passen. Transparenz ist ein Vertrauensfaktor. Wie misst man Transparenz zum Beispiel? Ich denke, dass man Transparenz, also ich kenne kein Messverfahren bisher. Aber es gibt Indikatoren natürlich. Transparenz würde ich erstmal definieren als die Bereitschaft und die Möglichkeit, ich sage jetzt mal öffentliche Akteure, zum Beispiel Journalisten oder andere, von außerhalb der eigenen Organisation, wenn ich es auf organisatorische Transparenz beziehe, eine Einsicht in innerorganisatorische Beziehungen, Abläufe und so weiter zu ermöglichen. Ja. Das kann nie eine völlige Transparenz sein. Also das ist ja schon klar, dass ich nie die Krankenakten, Firmengeheimnisse und so weiter, Krankenakten von einzelnen Personen werde ich nicht rausgeben. Aber es gibt hier doch sehr große Unterschiede in den 60er Jahren. Das hat sich erst mit den 70ern etwas verändert, hatten wir häufig noch diese No-Comment-Haltung, das geht euch überhaupt nichts an. In der Geschichte der PR kann man das sehr schön feststellen, dass am Anfang ein sehr geschlossenes Verhalten, überhaupt nicht transparentes Verhalten da ist. Transparenz wird auch von der Gesellschaft, von den NGOs und von anderen, von den Bürgern, kann erzwungen werden. Ja. Drum ist das auch sehr wichtig. Das ist auch ein, wenn man so will, ein Machtspiel oder ein Kommunikationsspiel, was hier stattfindet. Eine Bürgerinitiative erzwingt eben auch die Herausgabe bestimmter Akten. Zum Beispiel auch über Gerichte, aber auch, das kann schon über öffentliche Kommunikation passieren. Ja. Also das wäre Transparenz. Transparenz ist ein wesentlicher Faktor, dass Vertrauen entstehen kann, aber es ist nur einer von mehreren Faktoren. Also zum Beispiel wäre wahrscheinlich die alte Sachkompetenz, richtig, die wir auf Hochland noch zurückführen. Ist ja auch drin. Ist auch ein Faktor. Ist auch drin, ist ein Faktor. Okay. Ja. In dem Zusammenhang müssen wir fast und sollen wir auch auf eine Sache Bezug nehmen, die seit etwa 2 Jahren im Fach eine Rolle spielt. Unser emeritierter Kollege Klaus Merten, mit dem ich auch vor einem Jahr so ein Gespräch geführt habe, hat ja öffentlich Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, genau in diesem Kontext des Vertrauens und der Frage Ethik der PR auf den Punkt gebracht, hat er eigentlich gesagt, oder gefragt, man muss, es ist ihm sehr wichtig, dass man das Fragezeichen immer hinten dran sagt und ich will das auch tun, sind PR-Leute eigentlich in der Gesellschaft die Personen, die eine Lizenz zum Lügen haben? Fragezeichen. Deshalb Fragezeichen und wo kommt das her? Er hat also, finde ich, recht theoretisch fundiert bei Irving Goffman Anleihe genommen. Das ist der Soziologe, der die Theatermetapher eingebracht hat in die Soziologie, wo es eine Vorder- und eine Hinterbühne gibt und wo also gerade, um auf den Punkt der PR zu kommen, die PR dann diejenigen
Bühneninszenierungen herstellen, die PR-Leute, die vor der Bühne darstellen. Und das ist eben immer ein Unterschied zur Hinterbühne. Auf der Vorderbühne wollen wir gut dastehen, wir wollen eigentlich nur tolle Sachen produzieren und wir wollen nur positiv einen Eindruck erzeugen. Und im Grunde ist die Wahrheit auf der Hinterbühne. PR ist sozusagen dafür für die Vorderbühne da und er sagt, wenn das funktioniert und wenn wir eben solchen Schein wollen, dann machen das die PR-Leute genauso wie die Bäcker eben Brötchen backen, weil sie sagen, die Brötchen werden gekauft. Wie siehst du diese Sache mit der Lüge eigentlich aus einem ethischen Standpunkt oder überhaupt im Kontext der Public Relations? Man muss, glaube ich, die zwei Sachen durchaus auseinanderhalten. Also ich sehe die Unterscheidung zwischen Vorder- und Hinterbühne von Goffman als sehr gute analytische Unterscheidung auch an. Ich behaupte nur, die wird es überall dort, wo es um öffentliche Kommunikation geht, geben. Die gibt es auch beim Journalismus. Journalistische, also Medienbetriebe sind für mich eines der intransparentesten Organisationen, die es überhaupt gibt. Ja. Die haben natürlich auch ihre Hinterbühne, machen aber sehr wenig zum Beispiel bewusst. Bei PR selbstverständlich auch. Aber die Tatsache, dass es eine Bühne gibt, eine Vorderbühne, auf der auch Inszenierungen ablaufen, heißt noch nicht automatisch, dass die Inszenierungen immer gelogen sein müssen. Jede Inszenierung ist eine Inszenierung, also ist eine Veranstaltung, von der die Kommunikationspartner, nämlich das Publikum, auch weiß, dass es eine Inszenierung ist. Eine Lüge ist eine bewusste, intentionale Fehlinformation des Kommunikationspartners, ohne dass er weiß, dass die Information falsch ist. Die Absicht ist Täuschung. Bei der Inszenierung ist die Absicht in vielen Fällen überhaupt nicht die Täuschung, sondern die der Unterhaltung. Und so weiter. Also Inszenierung darf man nicht mit Lüge gleichsetzen. Wenn man das tut, vereinfacht man zu stark. Ich definiere Lüge in Übereinstimmung mit vielen, mit einem großen Teil der Literatur sehr eng, eben wie ich es gerade gesagt habe, bewusste, intentionale Fehlinformation zum Zweck der Täuschung. Von daher muss man und kann man dann auch sagen, dass das, was der Kollege Merten dann als Typ von Lügen und Täuschungen bezeichnet hat, nämlich Höflichkeit oder die tierische Mimikrie, wenn der Falter ein Auge auf seinem Flügel hat, um Fressfeinde abzuschrecken, das ist natürlich keine Lüge, weil da keine Intention zum Beispiel vorhanden ist beim Schmetterling, sondern das ist eine ererbte, angeborene morphologische Struktur, die er hat, die er überhaupt nicht verändern kann. Es gibt auch Verhaltensstrukturen, Mimikry-Verhaltensstrukturen, aber die haben mit diesem Prozess, der deutlich komplexer ist, mit der menschlichen Lüge sozusagen nichts zu tun. Sie haben nur strukturelle Ähnlichkeiten, ja. Und auch manche Biologen sprechen von Täuschung. Das ist richtig. Aber jetzt könnte man das natürlich schön noch ein Stück abwandeln und sagen, gut, der Schmetterling oder die Tiere haben nach unserem Stand des Wissens ja kein Bewusstsein. Richtig. Das heißt, zumindest die Schmetterlinge können das gar nicht absichtlich machen. Wenn wir das aber übertragen auf das Verhältnis zwischen Menschen, die Bewusstsein haben, dann können wir sagen, nur der Mensch kann das bewusst einsehen und er nimmt sich bei Mimikry eben Anleihe und sagt, ich mache mir auch da eine schöne Fassade und kann eben ein Bild kommunizieren, das nicht meinem eigentlichen Bild entspricht. Ich will einen guten Eindruck machen und die PR-Leute werden dafür bezahlt, mich dabei zu unterstützen. Frage in dem Zusammenhang, schließt du aus, dass PR-Leute jemals täuschen? Nein, natürlich nicht. Aber das habe ich noch nie. Ich habe da natürlich auch gleich reagiert drauf und habe gesagt, natürlich lügen und täuschen PR-Leute, genauso wie Hochschullehrer, wie Pfarrer, wie Bäcker oder sonst etwas. Was ist das Problem? Das frage ich mich auch, was das Problem von Klaus Merten ist. Also wo unterscheidet sich die PR jetzt so eminent von allen anderen Berufsfeldern, dass hier eine Notwendigkeit zu täuschen besteht? Die sehe ich einfach nicht. Ich würde im Gegenteil sagen, überall dort, wo öffentlich kommuniziert wird, das ist in der PR, das ist im Journalismus,
Und das ist zu einem Teil auch in der Werbung, wobei die Werbung etwas anders gelagert ist. Aber ich habe zum Beispiel im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb auch das Täuschungsverbot. Ich darf auch normativ, natürlich wird es gemacht faktisch, normativ darf ich aber mit Werbung nicht täuschen. Ja? Ich darf keine falschen Informationen zum Beispiel verwenden und das ist Täuschung, Lüge. Damit wir das noch einmal klar abschließen, ich habe gemeint, wo ist denn das Problem, nicht dass Klaus Merten hat, sondern dass du hast oder die Leute, die ihn kritisieren, mit der Lüge. Wenn du sagst, es wird natürlich gelogen, dann dürfen wir doch nicht sagen, PR-Leute lügen. Nein, ich habe das Problem nur dort, wo es als, wo der PR, dem PR-Berufsfeld sozusagen nachgesagt wird, dass sie prädestiniert seien, dazu zu lügen. Weil das andere auch sind. Genau. Genauso wie die also ich sage, es in der PR wird genauso viel und wenig gelogen wie anderswo auch. Mhm. Und wichtig ist aber, dass wir Normen haben, ja, einen adäquaten Realitätsbezug herzustellen. Man kann das emphatisch als Wahrheitsnorm ausdrücken. Man kann auch sagen, Täuschungsverbot, das ist vielleicht sehr praxisnah, Täuschungsverbote, aber ich kann nicht sagen, wie würde denn ein Kodex eines Berufes aussehen, der das Lügen zulässt, also normativ zulässt. Für mich ist nie das Problem gewesen, es gibt jeden Tag tatsächlich Hunderttausende von Übertretungen von irgendwelchen rechtlichen Normen. Ja? Deshalb haben wir unser Rechtssystem, dass diese Übertretungen dann, wenn es schlimm ist, auch geahndet werden. Es geht doch nicht darum, dass es nicht weiterhin Leute geben wird, die andere Leute umbringen. Es geht darum, ob man das darf oder nicht, also um die normative Dimension. Das ist das Entscheidende. Ich spreche nicht gern von Problemlösungen, aber würdest du eine mögliche Bewältigung dieses Problems darin sehen, dass man davon ausgeht, die Normen formulieren Idealzustände, richtig, an die man sich ohnehin nur annähern kann. Aber es ist gut, wenn es diese Vorstellung einer Norm, einer idealtypischen Situation gibt, damit wir wissen, in welche Richtung wir gehen sollen. Und im Wissen, wie es etwa in den Objektivitätsvorschriften des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in allen unseren Ländern, wo es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, festgeschrieben ist, das unablässige Bemühen des Journalisten, an die Wahrheit und an die Objektivität heranzukommen, im Wissen, ich kann sie nicht erreichen, aber das Bemühen ist trotzdem sinnvoll. Wäre das eine mögliche, möglicher Kompromiss oder eine reale, realitätsadäquate Formulierung so einer Ethik? Also wie du weißt, habe ich ja zur Objektivitätsnorm meine Habilitationsarbeit geschrieben und für mich war immer es ein unsinniger Objektivitätsbegriff zu sagen, objektiv ist etwas, was ich nie erreichen kann. Ich habe gesagt, Objektivität sollte man sinnvoller als graduell erreichbar auffassen und wenn ich ein Kontinuum habe, dann kann ich sehr wohl auch Messpunkte einstellen und dann kann ich sagen, Objektivität ist in dem Maße erreichbar, in dem Menschen kommunizieren. Ja? Also ich denke, man kann auch sehr konkret Beschreibungen von Wirklichkeit nebeneinander halten. Die eine ist sehr einseitig, die andere ist ein bisschen einseitig und die andere ist das, was wir objektiv nennen wollen. Es kann eine völlige Objektivität, aber die Vorstellung fehlt mir dafür, was das überhaupt sein soll, eine völlige Objektivität. Das hieße ja völlig unabhängig von subjektiven Zutaten und das gibt's nicht. Sobald ich kommuniziere, habe ich subjektive Zutaten dabei. Also kann Objektivität eigentlich nur durch Subjektivität hindurch erreicht werden. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf Journalismus oder auch auf PR, zum Beispiel im Rahmen der Pressearbeit, dann muss ich einfach sagen, dieses Täuschungsverbot oder wenn man so will, in der PR sprechen wir weniger vom Objektivitätsgebot, da würde es auch also gleich wieder natürlich viel Diskussionen darum geben, aber Täuschungsverbot, das ist nur eine negative Formulierung, aber glaube ich etwas von etwas sehr Ähnlichem. Ich muss in einem Geschäftsbericht und in einer Pressemitteilung die Wirklichkeit, die ich darstelle, so darstellen, dass derjenige, der die Information bekommt, die Wirklichkeit erkennen kann und nicht sozusagen eine sehr starke Verzerrung dieser Wirklichkeit hinnehmen muss. Darum geht es. Und wenn man das mit Objektivität bezeichnet, dann bin ich einverstanden. Okay, wir sind... Professor Bentele, du hast
eigentlich sehr früh schon sehr grundsätzlich mit dich mit erkenntnistheoretischen Fragen auseinandergesetzt, nämlich spätestens in deiner Habilitationsschrift vor etwas mehr als 2 Jahrzehnten. Du kommst ja von deiner wissenschaftlichen Sozialisation eigentlich aus der Semiotik. Mhm. Du hast bei dem Semiotiker und Kommunikationstheoretiker Ivan Büstriner, hast du dich intensiv mit Zeichentheorie beschäftigt, mhm, und ich habe immer gefunden, du hast von daher so ein genügend Maß an Skepsis mitgebracht, was also diese potenzielle Übereinstimmung zwischen journalistischer Berichterstattung und der tatsächlichen Realität betrifft. Du warst immer schon einer, der da leicht konstruktivistisch gedacht hat. Richtig. Und sich gedacht hat, das kann es ja nicht geben, das Medium ist kein Abbild und so weiter, das wissen wir ja alles. Was hast du gemacht? Du hast bewusst in Abgrenzung aber von radikal konstruktivistischen Positionen schon damals in deiner Habilschrift dich eher dem sogenannten Rekonstruktivismus verschrieben. Frage, was soll man sich unter einer rekonstruktivistischen Perspektive genau vorstellen? Ja, eine rekonstruktive Perspektive. Vielleicht darf ich hier jetzt einfach mal einen kleinen Abschnitt aus meiner Zusammenfassung des rekonstruktiven Ansatzes, der sich bei mir etwa in 20 Jahren entwickelt hat, vorlesen. Die Bezeichnung rekonstruktiver Ansatz, habe ich hier geschrieben, bezieht sich auf einen Begriff von Rekonstruktion, der einen Prozess der kognitiven und kommunikativen Modellbildung bezeichnet. Rekonstruktion ist also kognitive und kommunikative Modellbildung, in dem im beobachtenden System, wir haben es mit Beobachtung von Wirklichkeit zu tun, ein strukturisomorphes, das heißt nicht identisches oder Abbild oder so etwas, ein strukturisomorphes Modell hergestellt wird, das zu dem Beobachteten passt. Also der Beobachter stellt kognitiv und kommunikativ, der Journalist auch, der PR-Mensch auch, ein Modell her, eine kommunikative Wirklichkeit her. Ja, das ist der Akt der Konstruktion. Aber dieser Akt der Konstruktion heißt nicht, dass hier kein Realitätsbezug vorhanden wäre. Und dieses Strukturmodell, dieses strukturisomorphe Modell muss eben auf die, ich sag mal, Realität erster Ordnung passen. Der Passungsbegriff kommt da aus der evolutionären Erkenntnistheorie. Konrad Lorenz, Rupert Riedel, Gerhard Vollmer und einige andere haben die evolutionäre Erkenntnistheorie alle entwickelt. Hier in Wien. Richtig, richtig, ja. Also die Wien ist da ganz wichtig. Es gibt noch ein paar andere. Also Gerhard Vollmer ist ein Deutscher, glaube ich, und der Donald Campbell, ein amerikanischer Biologe und so weiter. Popper, Riedel, Lorenz, Wien. Also hat, und das liebe ich auch, also die analytische Philosophie die Poppersche Philosophie hat mir immer sehr zugesagt. Dort ist zum Beispiel von Vollmer diese evolutionäre Erkenntnistheorie in der Version entwickelt worden, dass hier 3 Grundprinzipien, Selektivität, Perspektivität und Konstruktivität vorhanden sind bei jedem Wahrnehmungsakt, aber auch Erkenntnisakt. Also man kann hier unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Und das habe ich versucht, jetzt auf die öffentliche Kommunikation zu übertragen. Also auf den Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozess bezogen bestehen zwischen Beobachter und Beobachtetem, traditionell philosophisch formuliert Subjekt und Objekt, eine Beziehung, die also in der Herstellung von kommunikativen Wirklichkeiten, und die muss ich eben unterscheiden von der Wirklichkeit erster Ordnung, ja, der Text ist etwas anderes als die soziale Situation, die der Text beschreibt, es muss ein Passungsverhältnis stehen, das heißt kein Abbildverhältnis. Und okay. Das ist für den Journalismus relativ Objektivität, klar und Wahrheit. Das ist jetzt gar nicht unser Thema, also da kommen wir schnell. Und ich behaupte auch in der PR. Genau, und das wäre die Frage, was heißt dieses rekonstruktivistische Denken nun für die PR? Könntest du das skizzieren noch kurz? Also für die PR heißt das auch, dass hier die Notwendigkeit des Realitätsbezugs, um solch ein strukturisomorphes Modell herzustellen, vorhanden sein muss. Jede Pressemitteilung, die auf der Pressekonferenz
vermittelten Informationen müssen zu der Realität, die sie beschreiben, passen. Ja? Sie dürfen keine Unwahrheiten enthalten. Im Bereich der Finanzkommunikation ist dieser Realitätsbezug auch rechtlich einigermaßen geregelt. Dinge in den Geschäftsberichten müssen stimmen, die Daten müssen stimmen, es dürfen keine falschen Daten vorhanden sein. Da, wo es um Geld geht, hat der Gesetzgeber schon solche Realitätsnormierungen, Realitätsbezugnormierungen dafür gesorgt, dass die sehr stark sind. Aber in vielen anderen Bereichen, im Rahmen der normalen Pressearbeit, ist das rechtlich nicht sehr stark. Es wäre nur sehr unklug, wenn ich im Rahmen der Pressearbeit oder im Rahmen anderer PR-Aktivitäten eben diesen Realitätsbezug so herstelle, dass ich mit Täuschungen arbeite. Wir hatten in dem Deutschen Rat für Public Relations den Fall der Deutschen Bahn, wo mit gefakten Blog-Einträgen gearbeitet wird. Ja. Bewusst getäuscht wird. Der Absender im Dunkeln gehalten wurde, getäuscht über die Intentionen wurde und so weiter. Und das muss eben normativ ausgeschlossen werden. Wir haben die Deutsche Bahn dann gerügt und drei Agenturen, die das gemacht haben. Immerhin hat das dazu geführt, dass die Deutsche Bahn, also nicht unsere Rüge, sondern dass die Sache an die Öffentlichkeit kam, unsere Rüge kam dann später, dass die Deutsche Bahn sich entschuldigt hat, dass die diese Praktiken abgestellt hat. Der neue Vorstandschef hat gesagt, diese Praktiken machen wir nicht mehr und die sind nicht vereinbar mit den Normen der öffentlichen Kommunikation. Und eine der Agenturen hat hinterher einen größeren Auftrag nicht bekommen, weil sie eine Rüge von uns bekommen hatten. Also auch hat durchaus Wirkungen und Konsequenzen. Ja. Wir sind jetzt schon wieder weg vom rekonstruktiven Ansatz. Aber ja, da würde ich sagen, der ist einmal soweit behandelt. Professor Bentele, ich möchte zum vierten und letzten Aspekt deines Denkens kommen, den ich hier ansprechen möchte. Das ist die PR-Geschichte. PR wird ja oft als etwas gesehen, das sich vor etwa 100 Jahren in Amerika entwickelt hat. Bernays, der Neffe von Sigmund Freud, des Psychoanalytikers aus Wien, wird da immer genannt als Begründer des Berufs. Wenn man in Deutschland schaut, findet man den Karl Hundhausen, der 1937 den Begriff erstmals verwendet haben soll. Du hast diese Art von Spurensuche öfters kritisiert. Du findest, dass so eine faktenorientierte Geschichtsschreibung unzulänglich ist. Du hast aber nicht nur kritisiert, sondern du hast selbst einen Vorschlag gemacht, wie man so eine PR-Geschichte kommunikationswissenschaftlich angemessen schreiben könnte, schreiben müsste. Erste Frage vielleicht, was stört dich eigentlich an dieser faktenorientierten Geschichtsschreibung? Die Fakten sind doch die Ausgangsbasis für Theoretisierung und auch für Historisierung. Natürlich, darum stört mich auch gar nichts darunter, daran, an der Faktenorientierung. Mich stört nur, wenn es dabei bleibt. Wenn ich also wie ein Jäger und Sammler einfach Fakten sammle und die nur in eine chronologische Reihenfolge bringe. Ich denke, es ist, man muss mehr tun. Also das ist eine Geschichtsschreibung, wie sie jeder Amateur machen kann. Ich sammle irgendwelche Fakten. Aber um einen Fakt als Fakt überhaupt erkennen zu können, brauche ich eigentlich schon eine Vorstellung in meinem Kopf, nach was ich suche. Und das meine ich. Man braucht eine Theorie. Richtig, auch für die Fakten, richtig, natürlich. Ja, natürlich. Ja, klar. Man braucht eine Theorie, ein Modell, einen Begriff. Ich brauche einen Begriff von Public Relations, wenn ich Fakten sammle, zum Beispiel im Mittelalter. Und wenn ich diesen Begriff einigermaßen präzise habe, dann komme ich eben zur Erkenntnis, dass es im Mittelalter noch keine PR im eigentlichen oder engeren Sinn gab, aber es gab Vorläufer. Ja. Es gab strukturähnliche Aktivitäten. Ja, das wäre der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Du hast ja so ein Schichtenmodell der PR-Entwicklungsgeschichte quasi konstruiert. Wo fängt das an? Bei Adam und Eva? Oder? Wenn man so will, ja. Wobei Adam und Eva nur wiederum eine Metapher ist für die ersten Menschen. Und auch das ist ein Prozess der Menschwerdung, der sich ja über sehr lange Zeiträume hingezogen hat. Mich hat immer gestört, wenn Leute davon gesprochen haben, PR ist so alt wie die Menschheit. Da
da habe ich mich gefragt, ja, aber ist das wirklich, was die Verbände der höheren Primaten damals getrieben haben, dann nicht auch schon PR, wenn der Gorilla auf seine Brust haut und Töne verursacht und die andere so beeindrucken, dass sie dann fliehen beispielsweise, also Drohgebärden werden, ist das nicht dann Gorilla-PR oder ist das nicht, muss ich dann nicht auch von Schimpansen-PR sprechen? Also mir ging es jetzt darum, sozusagen die Grenze zu suchen. Und das heißt, wenn man Grenzen sucht, muss man Kriterien haben. Und da sage ich, im Altertum ist es noch nicht sinnvoll, von Public Relations zu sprechen. Wir haben im Altertum noch kein Mediensystem, wie wir es heute kennen, was ich für eine wichtige Voraussetzung für PR im engeren Sinn halte. Wir haben noch keine Organisationen in unserem heutigen Sinn und so weiter. Darum habe ich dieses Schichtenmodell, was übrigens auch Anleihen aus der Biologie nimmt, entworfen. Und in diesem Schichtenmodell, was Biologen und Psychologen sehr gern auch verwenden, ist ein Kennzeichen das, dass sich irgendetwas entwickelt, aber dann nicht sozusagen abstirbt oder aufhört, sondern weiter existiert und aber sich zu einer neuen Form weiterentwickelt. Wir alle bestehen aus Zellen. Unsere Körper bestehen aus Zellen. Die Zelle war sozusagen phylogenetisch gesehen der erste Baustein des Lebens. Ja? Also als sich Aminosäuren zu komplexen Körpern zusammengetan haben und dann die Zelle entstanden ist, also eine Abgrenzung zur Umwelt und so weiter, ist Leben entstanden. Die Zelle ist geblieben. Wir haben immer noch, also jedes Lebewesen, ob Pflanze, Tier, Mensch, besteht aus Zellen. Das ist geblieben. Und so ist Kommunikation, so habe ich versucht, Kommunikation als, wenn man so will, die Urschicht für alle Formen von öffentlicher oder anderer Kommunikation dann zu bestimmen. Aber Kommunikation differenziert sich aus. Es entwickeln sich verschiedene Formen. Im Mittelalter öffentliche Kommunikation, später dann auch Organisationskommunikation, schon sehr strukturiert. Dann entsteht, und da kann man eben auch einige Kriterien dafür angeben, Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa, das, was wir heute durchaus schon PR im engeren Sinn nennen können. Das heißt, es entsteht ein Berufsfeld, es entstehen Abteilungen, die sich darauf spezialisieren, diese organisatorische Kommunikationsfunktion zu übernehmen. Bis hin vielleicht die neueste, die letzte Schicht wäre PR als soziales System. Ja. Zum Beispiel im 15. Jahrhundert etwa das Handelshaus Fugger schon PR betrieben hat. Die hatten, glaube ich, sowas, heute würde man sagen, ein Logo. Richtig. Immer ein Zeichen, ein eindeutig identifizierbares. Ich weiß nicht, ob sie es auf dem sogenannten Briefpapier hatten, aber sie hatten zumindest auf ihren Gebäuden, sie haben eine rege Bautätigkeit auch gehabt, haben sie ein Erkennungszeichen drauf gehabt. Ist das nicht PR? Nein, das würde ich sagen, ist eben noch nicht PR, weil dazu noch ein paar Merkmale fehlen. Aber sie haben organisierte Kommunikation betrieben. Die Fugger hatten einen regelmäßigen internen Kommunikationsdienst oder Informationsdienst zum Beispiel, der aber nicht nach außen ging. Ja. Interne PR, wenn man so will. Ja, aber ich würde eben PR dort noch nicht sagen. Das war organisierte Kommunikation. Das ist doch kein Problem. Wir brauchen doch nicht den PR-Begriff 2000 Jahre vorverlegen. Es reicht doch, wenn wir sagen, PR in einem einigermaßen präzisen Sinn entsteht im 19. Jahrhundert und zwar weltweit, also in den fortgeschrittenen Staaten in Europa und in den USA. Ja. Ich vermute auch, dass wenn wir uns andere Gesellschaften anschauen würden, wie Russland oder wie China, da haben wir auch überall natürlich Formen von öffentlicher Kommunikation, von organisierter Kommunikation. Ob wir das
alles unmittelbar als PR bezeichnen müssen, das wage ich zu bezweifeln. Warum sollten wir? Ja, du weißt so gut wie ich, es gibt in einigen amerikanischen Lehrbüchern den Versuch, das möglichst weit nach hinten richtig zu verlagern. Ja. Ich kenne ein Beispiel, wo zum Beispiel eine frühe Papyrusrolle gefunden wurde irgendwo in Ägypten. Ja. Und man hat interpretiert, hier hat das damalige, aus heutiger Sicht, Ministerium für Landwirtschaft Hinweise gegeben, wie man Ackerbau betreiben kann. Richtig. Und das PR-Lehrbuch, ich weiß jetzt den Verfasser nicht, behauptet, das ist schon eine frühe Form von Public Relations. Das würdest du in Abrede stellen? Das würde, so weit würde ich nicht gehen, aber das ist ein reines semantisches, begriffliches Problem. Das ist weniger ein inhaltliches Problem. Diese Fakten soll man sammeln und muss man sammeln, natürlich. Nur ich denke, man sollte nicht dann einfach, wenn ich den ersten Fakt habe, und da ist mein Argument wieder, wo ist der erste Fakt? Ist das der trommelnde Gorilla, der schon vor dem Menschen da war? Gibt es auch eine tierische PR? Und warum sollte man dann nicht von tierischer PR sprechen? Also für mich ist das die Herausforderung, ein einigermaßen differenziertes Entwicklungsmodell zu erstellen. Und das habe ich in der ersten Version mit diesem Schichtenmodell versucht. Das kann man sicherlich fortentwickeln und präzisieren. Aber ich glaube, in diese Richtung sollte es gehen. Es gab nie einen Urknall, von dem an PR existiert hat. Und wenn diese Kollegen, die sagen, es gab immer schon PR in der Menschheit, die müssen sich dann fragen lassen, warum dann nicht auch tierische PR, Gorilla-PR, Schimpansen-PR und so weiter. Und da würde doch jeder sagen, das ist ein bisschen bescheuert. Aber das sind alles nur Entwicklungen. Ich bin noch einmal bei den Amerikanern, weil da weißt du auch genauso wie ich, dass die sehr stark oft auch in einschlägigen Lehrbüchern sagen, PR benötigt Demokratie, es gibt keine PR und wir wollen nicht von Public Relations sprechen in einem nicht demokratischen System. Da stelle ich eine sehr sensible Frage. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast auch in deinem Beitrag explizit darauf Bezug genommen. Man kann natürlich von Public Relations auch in der Zeit des Nationalsozialismus sprechen. Richtig. Viele würden jetzt sagen, viele Praktiker, und da stelle ich jetzt mal, na, das hat mit PR nichts zu tun, um Gottes Willen. Und zu Recht, würde ich sagen, wollen wir uns natürlich von Formen der Kommunikation, die damals geherrscht haben, abgrenzen. Propaganda natürlich im nationalsozialistischen Sinn ist etwas, was völlig undiskutabel war. Wir brauchen diese Abgrenzung. Jetzt hast du aber eine Passage in diesem Aufsatz zum Schichtenmodell drin, wo du explizit sagst, warum soll man nicht in der Zeit des Nationalsozialismus auch von Public Relations sprechen? Wir sprechen ja auch von Journalismus in dieser Zeit. Es wäre inkonsistent. Richtig. Könntest du das nur etwas näher begründen? Also es kommt darauf an, wie man die Begriffe Public Relations und Propaganda in ihrem Verhältnis zueinander sieht. Ich hatte noch vor 15 Jahren das auch anders gesehen. Ich sehe es heute so, dass Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, das umfassendere ist und Propaganda eine bestimmte Form unter bestimmten politischen Systembedingungen. Ja? Also PR ist älter. Ich meine, wir wissen zwar, dass auch die katholische Kirche Propaganda erfunden hat. Die Congregatio, die Propaganda Fide, ist ja eine Erfindung der katholischen Kirche, um den rechten Glauben zu verbreiten. Also da war sozusagen dieser Begriff Propaganda schon mal da. Es sind dann die Formen von Öffentlichkeitsarbeit sozusagen, egal ob mit dem Begriff, deutschen Begriff oder nicht, entstanden. Die waren natürlich schon da, als das System des Nationalsozialismus 1933 dann umgesetzt wurde, also politisches System wurde. Wir hatten vorher in der Weimarer Republik ganz normale Öffentlichkeitsarbeit von verschiedenen Institutionen und so weiter. Wir hatten Pressearbeit und so weiter. Aber der Stil wurde propagandistisch, deutlich propagandistischer und die Möglichkeiten, die Freiheitsgrade, die Korridore wurden deutlich enger, genauso wie der Journalismus eben auch. Ja. Nur beim Journalismus ist niemand auf die Idee gekommen, einen anderen Namen dafür zu suchen. Ja. Ich glaube, die Freiheitsgrade bei der Öffentlichkeitsarbeit unterm Nationalsozialismus, gerade eine neue Studie dazu erschienen,
und derjenige wird auch promovieren dazu, über den Systemwechsel hinaus sind genauso groß wie die Unterschiede zwischen einem freiheitlichen und einem Journalismus unter einer Diktatur. Ja? Aber ich habe im Nationalsozialismus auf der kleinen Ebene, auf der Ebene der Unternehmen, der Kulturorganisation und so weiter, dieselbe Pressearbeit, dieselben Aktivitäten der internen Kommunikation beispielsweise, die ich auch vorher in der Weimarer Republik und nachher wieder in der Bundesrepublik und so weiter hatte oder auch in der DDR hatte. Ja. Aber das politische System hat so starke Einflüsse, der Propagandaapparat sozusagen, die Staatslenkung hat so starke Einflüsse, dass natürlich auch die einzelne Form davon beeinflusst wird. Es wird politisiert, es wird propagandistisch vom Stil her, vom Kommunikationsstil her und einiges ist nicht mehr möglich, was vorher möglich ist. Ich habe halt nur die staatlich kontrollierten öffentlichen Quellen und nicht mehr sozusagen voneinander unabhängige Quellen, also Informationsquellen in der Wirtschaft, im Staat und so weiter. Ich habe keine verschiedenen Parteien, ich habe nur noch eine Partei. Das hat starke Einflüsse auf die Form und auf Inhalte, aber nicht auf das Phänomen an sich. Wir können auch durchaus berufliche Kontinuitäten feststellen. Wir müssen Brüche feststellen über die politischen Systemgrenzen hinweg, aber wir können auch Kontinuitäten, persönliche und funktionale Kontinuitäten. Das war ein gedanklicher Ansatzpunkt, den ich noch schnell andiskutieren möchte. Interpretiere ich dich richtig, wenn ich auf der Metaebene sozusagen diagnostiziere, du sprichst einem eher ontologischen Verständnis von Public Relations nicht das Wort, sondern eher einem funktionalen. Richtig. Damit meine ich, man kann nicht sozusagen hinschauen auf einen Text und sagen, das ist Public Relations, richtig, sondern man muss immer den Kontext. Richtig, den Kontext und die Funktion. Text alleine, ja, sondern richtig, im Nationalsozialismus war eben die Funktion, richtig, ein und desselben Textes, richtig, sagen wir in Grenzen, ja, richtig, potenziell desselben Textes, eine andere, richtig, als in richtig einer Demokratie. Richtig, richtig. Genauso wie, also ich kann einen und denselben Text haben, und einmal ist es ein journalistischer Text, weil er eine journalistische Funktion hat, wenn er in einer ökonomisch selbstständigen Zeitung zum Beispiel gedruckt wird. Derselbe Text kann in einer Betriebszeitschrift ein PR-Text sein. Ja, das ist die Funktion, die den Unterschied macht. Und in der Zeit des Nationalsozialismus war es ein propagandistischer. Kann es ein propagandistischer Text gewesen sein? Ja, ja. Professor Bentele, eine letzte Frage. Wir haben jetzt auch sehr viel über PR gesprochen und du weißt, es gibt mitunter gezählte 2000 Definitionen. Mhm. Es gibt nicht die eine wahre und einzig richtige Definition, aber du hast selber ein Verständnis auch von PR. Könntest du abschließend eine Definition, eine vielleicht persönliche sagen, die deinem Verständnis von Public Relations am ehesten entspricht? Mhm. Ja, ich habe Public Relations seit ungefähr 1996 definiert als Informations- und Kommunikationsmanagement zwischen Organisationen und ihren Umwelten, man kann auch sagen Teilöffentlichkeiten, Stakeholdern. Das ist im Grunde, also ich habe Informationen hinzugefügt zu Grunig und ich habe Umwelten, um einen Systemtheoriebezug herzustellen, statt Stakeholdern gesagt. Ich denke aber, wichtig ist, dass man in die Definition auch noch mit reinnimmt, dass Public Relations nicht nur organisatorische, sondern eben auch gesellschaftliche Funktionen hat. Das heißt, die Anbindung an die Gesellschaft, mir reicht es nicht, die Anbindung an die Gesellschaft ist wichtig, mir reicht es nicht, wenn Public Relations nur als organisationsbezogene Wissenschaft betrachtet wird oder Praxis betrachtet wird. Denn die Praxis, die Handlungen in der Gesellschaft haben auch gesellschaftliche Auswirkungen. Da gehe ich durchaus zurück auf diesen Ansatz von Franz Ronneberger 1977, wo er der Public Relations gesellschaftliche Funktionen zumisst und ich meine, Information der Gesellschaft ist so eine wesentliche Funktion. Die Herstellung von Kommunikation, auch von Dialog, ja, dazu gehört eben dieser Realitätsbezug. Und ich sag mal, das Management, das
Kommunikationsmanagement von Konflikten, das friedliche Managen von Konflikten sind solche gesellschaftlichen Funktionen, die Public Relations insgesamt hat. Die Information, wenn man, ich mache das immer mit einem Gedankenexperiment oder versuche das mit einem Gedankenexperiment zu verdeutlichen, wenn von einer Sekunde auf die andere alle PR-Leute einer Gesellschaft in Österreich, in Deutschland, ihre Computer ausschalten würden, ihre Griffel fallen lassen würden und so weiter, was würde passieren? Ja, es würde dann deutlich, welche Themen zum Beispiel am nächsten Tag nicht in der Zeitung stehen. Die wären nämlich ziemlich weiß, die Zeitung. Die Nachrichten wären ziemlich leer und ziemlich kurz, weil das journalistische, also das Mediensystem gar nicht personell in der Lage wäre, all das zu füllen. Jetzt von einem Tag auf den anderen. Und niemand würde ihnen Informationen geben. Sie rufen in einem Unternehmen an. Der Pförtner handelt in diesem Fall, wenn er eine Information gibt, ja auch als funktionaler PR-Informator oder Kommunikator. Der sagt nichts, der CEO sagt nichts, der Vorstand sagt nichts, niemand sagt was. Woher soll ich die Information kriegen? Ja, womit wir wieder beim Anfang bei der Intereffikation wären. Richtig. Und damit beim Ende. Günter Bendele, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.